In der vierten Aufgabe an der Semesterendprüfung Physik und Systemwissenschaft in Aviatik haben wir vier Fragen gestellt zu einem Auflaufstoß eines Güterwagens gegen einen zweiten, wobei der auflaufende Wagen schwerer ist und der leichtere, der stehende, ist gebremst. Da sehen Sie das Geschwindigkeitszeitdiagramm und genau dazu haben wir in Frage 5 oder in Aufgabe 5 dann gefragt, wie sieht das Systemdiagramm aus, also die Dynamikebene, die Energieebene und welche Gleichungen muss man verwenden? Wenn Sie im Projekt Schwingungen und Stöße seriös mitgearbeitet haben, dann ist das praktisch eine geschenkte Aufgabe. Und das ist Absicht. Wir wollen, dass Sie diese Kompetenz besitzen am Ende des ersten Semesters. Denn wir sind überzeugt, dass wir nach 20 Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine führende Fachhochschule sind auf dem Gebiet der Modellbildung und Simulation im einführenden Jahr, also im Grundlagenunterricht. Sollte Ihnen ein ähnliches Fach begegnen an einer anderen Fachhochschule, in dem mehr Modellbildung und Simulation unterrichtet wird oder besser, dann können Sie sich bei mir melden. Dann verspreche ich Ihnen, dass ich 2000 Franken in die Klassenkasse zahle, mit dem Sie dann irgendetwas machen können. Bedingung ist aber, dass Sie nachweisen, dass eine andere Fachhochschule im ersten Semester auf diesem Gebiet bessere Leistungen bringt. So, nun gehen wir über zum Flowchart. Also hier das Flowchart für dieses System, also für das Modell dieses Systems. Da haben wir die Impulsebene mit den beiden Impulsspeichern, also den Wagen als Impulsspeichern. Dann hier ist die Federkraft, also der Impulsdurchsatz durch die Feder. Und hier ist der Impulsabfluss an die Erde infolge Reibung. Auf der zweiten Ebene dann die Geometrie, also die Integration der Geschwindigkeit zum Ort. Und auf der dritten Ebene dann die Energiebilanz mit den beiden kinetischen Energien, der Federenergie und der dissipierten Energie, also in der Reibschicht dissipierten Energie. Da haben wir dann noch die zugehörigen Energieflüsse. Um die Gleichungen zu erklären, gehe ich ins Gleichungsfenster. Wir haben also hier die Integratoren oder die Reservoirs. Interessant sind hier eigentlich nur noch die Anfangswerte, also Impuls am Anfang ist Masse mal Geschwindigkeit am Anfang und zwar in beiden Töpfen, wobei V2,0 dann gleich 0 ist. Beim Ort habe ich hier auch einen Anfangswert gesetzt, aber die beiden Werte sind gleich 0. Dann bei der Energie muss man aufpassen, damit es richtig rauskommt, muss man hier die Formel für die kinetische Energie mit dem jeweiligen Anfangswert eingeben, wobei wie gesagt V2,0 gleich 0 ist. Nun zu den Strömen, also der Impulsfluss durch die Feder erfüllt das Federgesetz, aber nur auf Stoß. Das heißt, durch Puffer kann der Impuls nur vorwärts fließen. Dann hier ist die Konstruktion für die Gleitreibung. Das machen wir mit dieser Sprungfunktion, die wir approximieren durch den Tangenshyperbolikus. Die Geschwindigkeit ist Impuls durch Masse. Das ist ein Fundamentalzusammenhang der Mechanik. Und die Energieströme, das ist das Karlsruher Energieträgerkonzept, ist immer Geschwindigkeit mal Kraft oder eben Geschwindigkeit mal Impulsstromstärke. Oder mit anderen Worten, der Impulsstrom ist eben der Träger der Energie und die Geschwindigkeit ist das Energiebeladungsmaß. Unten habe ich dann noch die Parameter und Anfangswerte, also zuerst mal die Gravitationsfeldstärke als Konstante und dann hier die Parameter Masse-Federkonstante, dann auch die Gleitreibung, die maximale Gleitreibung ist schon vordefiniert. Hier brauche ich eben G und hier die Anfangswerte. Gut, ich sehe da, dass ich x2 habe ich nicht 0 gesetzt, sondern auf 1 Meter. Deshalb kommt der Stoß verzögert. Nun zu den Simulationsergebnissen.
Also hier die Geschwindigkeit, also das ist der auflaufende Schwerewagen, der kommt eben nicht zum Stillstand, deshalb gibt es noch einen zweiten Stoß nach 7 Sekunden. Und hier der leichte Wagen, der gebremst ist, deshalb kommt er wieder zum Stillstand und deshalb gibt es einen zweiten Stoß. Hier noch die Kräfte, machen wir das ein bisschen dick. Dann haben wir die grüne Kurve, machen wir noch schnell die Legende. Dann haben wir die grüne Kurve für die Federkraft und die blaue Kurve dann für dieses Gleittreibungs- Hafttreibungsverhalten. Also mit dieser Tangens-Hyperbolicus-Funktion bekommt man ein relativ gutes und braves Verhalten. Der zweiten Ebene habe ich dann noch die Energieströme, also hier der Energiestrom, der rauskommt aus dem ersten Wagen. Das entspricht der Änderungsrate der kinetischen Energie. Da ist der Energiestrom, der in den zweiten Wagen reingeht. Es sieht so aus, wie wenn mehr Energie in den zweiten Wagen reingeht, als aus dem ersten rauskommt. Das ist aber kaum möglich. Man muss eben hier die Flächen vergleichen. Hier noch der Energiestrom der Reibung, also das ist dann das, was quasi in die Reibschicht fließt und dissipiert wird. Hier kinetische Energie 1, kinetische Energie 2. Da sieht man, bis nach einer Sekunde ist schon ziemlich viel Energie dissipiert worden. Also das wäre also diese Kurve hier. Da sieht man, da wird massiv Energie dissipiert in der Reibung und die Feder ist ein Energiezwischenspeicher. Noch einmal. Also wenn Sie das begriffen haben, dann haben Sie begriffen, was eindimensionale Mechanik ist, und zwar in ihrer vollen Breite. Dann sind Sie wirklich gut ausgebildet. Und deshalb meine Wette, also wenn Sie irgendeinen Kurs finden, bei dem Modellbildung und Simulation systematischer unterrichtet wird, im ersten Semester einer Fachhochschule, dann zahle ich dann gerne meinen Beitrag in die Klassenkasse.